was? Nee, ich esse später noch was. Später. So, live. Wait, what? Nein, don't crash. Hast du jetzt in 2 Minuten die Leere, wie? Ja. In 10 Minuten nach dem Spiel. Wie blinkt das hier? Soll das blinken? Was blinken? Was? Rote. Eigentlich nicht, ne. Alles. Ich krieg ja mal ein Spiel rein, dann kriegst du dich nicht mehr. Oh, war der activated. Was hab ich schon gegessen? Nee, noch nicht. Hm? Kommst du her? Ja, ich komm her. Warte. Guck, hast du her. Okay. Dann bist du Co-Caster. Ja, wir sind auch schon live, schon länger. Wir sind schon live. Natürlich. Ja, vor allem 4 Spectators. Wer ist das hier alles von uns? Radiant du, geh rein! Nee. Ich würde doch echt mal Sound kommt. Ja, okay, ist auch ruhig. Mit dem Ding sind wir live. Mit dem Ding sind wir. La. Ja. Alles klar. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, schauen wir mal. Sieht ganz even aus noch. Ich hab nur ja, das ist ja einen riesigen Vorteil, wenn man diesen Karten sieht. Riesigen Vorteil. Ich habe nur gehört, SD hat sich für einen richtigen D-Ward gefeiert, weil sie irgendwie 2 Wards mit einer Sentry bekommen haben da unten. Die da? Genau die. Die, wir nehmen das. 2 Minuten reicht nicht, also nichts sagen. Ich weiß nicht, oder sind es 5? Ne, sind 2 Minuten die Länge. 2 Minuten die Länge. Ja. Ja gut, aber die Solo-Lanes laufen gut, das Centaur gewinnt gegen Tide, 15 zu 8, das ist unerwartet. Das ist nicht schlecht. Die Mitte läuft auch gut und die Mirana hat wohl seinen Antivirus disabled. Kasper Sky hier. Und unten hat die Mirana einen Last Hit und der Lycan, der kriegt ganz soliden Farm. Also. Ja gut, mit Lycan musst du ja dann aggressive gehen. Ja, im Prinzip schon, also deshalb lässt du ihn nicht durch, weil gegen Lycan aggressive zu gehen. Achso, oh Gott, ich hab's jetzt gesehen, ihr habt Lycan? Ja. Oh, ihr habt gewonnen, hab ich gehört. Wie Lukas sich so schlägt hier. Ja, Lukas ist die ultimative Ratte und er kann gut farmen, also das sollte laufen. Oh, dann geht's. Also, mal lass gerade eben. 1200 Gold nach 3 Minuten, hab ich gehört, das ist nicht gut. Ja, gegen einen Tide mit einem Melee. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Sind die Eggers Mace genau so, dass er gerade Last hin kann? Ah. Ja. Oh. Okay, da hinten höre ich gerade, das ist First Blood auf der Seite von SD. Wer stirbt hier? Ja. Oh ja, wir werden gespoilert 2 Minuten, gell? Ja, genau. Ja, genau, okay. Ich glaube, Luca feedet, so wie ich das Schreien von Lied gehört habe. Auf jeden Fall. Ja, aber es war anscheinend knapp, schauen wir mal. Aber im Prinzip, selbst wenn jetzt jemand sterben sollte, denke ich, es hat SD immer noch die Nase vorn, auch wenn es First Blood ist. Ja, das ist ja. P-Dux natürlich hilft. So. Ja, die Last Hits hier werden ein bisschen näher. Ja, ja, stimmt. Nähern sich an, aber Death Prophet Brewmaster ist immer noch ziemlich weit auseinander. Mein Brewmaster ist ein starker Laner, aber Death Prophet sollte mit dem Spam eigentlich zumindest ihre Last Hits bekommen. Jetzt der erste Engage auf den Licht und das sieht gut aus. Nein, ganz knapp. Und. Ja, da haben sie getradet. Ach, das sind den Lift gemacht und der war. Und dann waren sie dran und hatten keinen einzigen CC mehr. Ja, ja, die ja. Die haben nicht gehalten und dann haben sie es in der gerannt. Die Lane hat halt wirklich wenig CC. Also der. Ja, sollte der nicht vielleicht meine Healing-Sein benutzen? Ich weiß nicht. Okay, und jetzt Engage in der Mitte auf die Death Prophet mit Brewmaster Ulti. Das sollte eigentlich der erste Kill sein, Level 6. Ja. Ja, First Blood, sehr schön. Ja, das ist die Stärke von Brewmaster. Er ist ein relativ guter Laner und auf Level 6 kann fast niemand gegen ihn überleben. Ja, deshalb Center holt die an und dann zack, ja. Ich weiß gar nicht, warum sich nie so beschwert hat. Ich auch nicht. Also den Kill, ich weiß nicht, den können sie eigentlich nicht bekommen. Also, der hier oben. Ist natürlich knapp, aber haben halt keinen CC. Ich hab's doch gesehen, es war ein Super Engage, der ich halt quasi nichts mehr gemacht. Ja. Trotzdem ist Luca fast auf null Leben hochgegangen, aber das ist schon wieder. Naja. Schade. Oh, das wird knapp. Ah. Ja, da war Anchor Smash dann doch zu stark. Aber es hätte genau gepasst, tatsächlich. Ja, es hätte wirklich genau. Schade, schade. Knappe Sache oben. Aber trotzdem, der Cent ist immer noch relativ weit vorne. Also. Er hat relativ wenig Farm, oder?
Ja, hatte. Das ist, ja, im Gegensatz zu Mirana natürlich das entscheidend. Genau. Und vor allem, also der Brew, der wird halt regeln. Also im Prinzip, die haben nichts, was dem, was die Brewlinge schnell töten kann, bis auf das Death Prophet Ulti. Die Brewlinge. Brewlinge. Ja, aber. Beide Lasses verkackt doch mal nur. Schlecht. Oh Mann. Ja, aber Brew gewinnt seine Lane und Death Prophet braucht erstmal Level 11, bevor das Ulti genug Schaden macht. Oh Gott, Titan, dann musst du von hier aus zurückgehen und der Zeit hat theoretisch. Dann hast du schon wieder aufgeholt. Ja, das sieht. Jetzt sind die ersten drei von SD. Eieiei, das sieht nicht gut aus für die P-Dux. Ja, jetzt haben wir erstmal einen Smoke ohne Rotation. Alle Invisible von P-Dux. Alle. Jeder ist da. Stimmt tatsächlich, alle sind invisible, außer die Mirana. Jetzt rennen sie da rein. Okay, das sollte ein einfacher Kill sein. Ja, das Death Prophet Ulti fand ich ein bisschen unnötig, weil ich glaube nicht, dass. Aber ich glaube nicht, dass sie den Power bekommen. Obwohl, zu fünft. Zu fünft? Vielleicht schon, aber die sind halt dann zu fünft, weißt du, das ist halt dann auch so. Wie viel bringt das wirklich? Ja, Zentrum. Genau, und das sind halt dann die Blinkdagger, die kommen. Das sind genau die Items, die SD jetzt erstmal braucht. Der Lycan. Sollte nicht ganz reichen, ja. Für den Exorcism hier, aber. Ja, den Tower bekommen sie mit der Creep Wave, aber. Problem ist hier. Kommt jetzt daraus, ist die Frage. Warum wäre ich keine TP. Radiance Bottom Tower. Gerade Geld für Boots, aber ich denke schon. Der Rest sollte abhauen. Und dann das Problem ist, sobald die Blinkdagger kommen, der Lycan, der braucht nicht unbedingt fahren. Der zerstört die Tower auch so. Vlads ist nicht schlecht natürlich, dann kann er Roche machen, aber. Das Wichtige sind die Blink auf Brew und Sand und ich denke, der Brew sollte den sogar bald haben. Sand, ja, Sand ist schwierig, die Lanes. 900. Das dauert halt noch ein paar Minuten. Ja, ich meine, wenn der Sand jetzt hier so weiter Freefarm bekommt, der kann auch gleich sofort pushen. Ja, das sind. Okay, es ist ein 2 zu 1 Trade, aber das für die Mirana. Mirana, ja. Das ist schon nicht schlecht. Aber der Tide hat die Kills, die beiden Kills bekommen und ist jetzt auf einer Spree. Das hilft ihm natürlich auf seinem Blink, an genau seinem Blink zu kommen. Hat ein bisschen mehr Farm natürlich, weil er schon Mana-Boots hat, aber dafür sind sie halt jetzt ein Blinkdagger Rush quasi gleich. Ja. Obwohl ich dem Tide, also an Tides Stelle würde ich nicht auf den Blinkdagger gehen, sondern ich denke Mecha ist wichtiger, weil wir müssen mit der Death Prophet versuchen zu pushen. Ja, weil der DP kann auch eigentlich Blink. Ja, geht auf Mecha hier. Geht auf Mecha, okay. Ja, ich weiß, ich mag Death Prophet, mag ich das Ult sehr gerne, weil das halt wirklich ziemlich stark ist. Und du brauchst Mana. Und du brauchst Mana, genau. Und das Mecha. Aber Regeneration, wenn man genug gute Runen findet, ist die sollten sich jetzt mal den Mid-Tower holen. Also ich denke, P-Dux haben eine Chance jetzt ein bisschen zu fünft rumzulaufen, vielleicht sogar zu viert und die Mirana oben farmen zu lassen. Ich weiß nicht. Und das gerade noch ausnutzen, wo die Blinkdagger noch nicht da sind. Weil sobald die da sind, kann SD jeden Tower defenden, wie sie wollen, wenn sie es zum Brewmaster Ulti haben. Ich dachte, du hast es gerade umgekehrt gesagt. Genau, das meine ich halt auch so. Die müssen jetzt pushen. Und wenn ihr erst ein Blinkdagger rauskommt, dann wird es halt schwieriger. Dann genau. In die Teamfights. Ja, und da sehe ich SD schon vorne. Ja, kannst du auch hier zu. Ja, hier sind 2 Minuten Delay. Extra da wird der nächste Solo-Kill kommen. Damage. Hey, keine Spoiler. Das wird aber richtig knapp. Oh, das wird echt knapp. Ja, ja, aber. Das ist der nächste Stand, ja. Und das war, da war auch das Centaur-Ulti, glaube ich, an und hat den Slow gebracht, ja. Ja. Das finde ich nämlich. Das finde ich eine sehr gute Kombination, deshalb der Brewmaster mit dem Centaur, weil halt auch die Viecher schneller werden und den Slow. Vier Man-Action oben und halt Centaur nicht bekommen. Und das Ulti, was er benutzen musste, um wegzulaufen, hat sogar hier noch einen Kill gebracht. Also das ist relativ gut gelaufen. Wir gucken uns die Grafen dann nach 10 Minuten exakt. Ja, plus. Ja, gut. Oh, ich hätte gedacht, das wäre mehr eigentlich. Also, ich meine. Nee, in Gold sind es relativ even, glaube ich. Weil. Last jetzt. Aber ein Tower mehr, das stimmt schon. Stimmt. Ein Tower mehr, jetzt kommt vielleicht sogar der zweite. Ja, jetzt wird auf jeden Fall oben. Aber da sollten, ja, da sollte der. Das können sie auch, der. Obwohl, Deathpop drückt es an. Knapp. Und, aber Wobster blinkt mit Double Damage, aber halt ohne. Ja, die daneben, glaube ich, sollte jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ist eigentlich schon. Ja, dann mach. Ich glaube, die hat gleich gedacht, dass es okay. Wenn wir hier rauslegen, dann wird es übergehen. Genau. Ah, ja, doch, Error auf dem Rubik, aber schöner Counter-Initiation. Ja, mit Ravage und stillen Fall. Ja, nicht zu dritt? Warum stehen sie denn da zu dritt? Ich meine, Lycan und Bruni mit Power, das ist jetzt. Ein so schlechter Trade, aber das hätten sie halt auch ohne die 3 Kills hinzugeben. Den machen können. Mal gucken, ob Mighty Lux hier den Fehler. Okay, nicht den Fehler zu sagen, aber wir können traden. Liken, das ist so. Nope.
Ja, der Lycan, der farmt halt, der farmt. Und der wird jetzt. Ich meine, es ist nicht, die sind nicht dire. Also werde er nicht so schnell Roshan kriegen, aber. Bletz ist am Start. Ich glaube, das ist hier so gar Geralt Bildschule gibt. Einfach, aber das ist ja nicht. Ist ja nur bei uns hier. Ja. In der Anzeige. Ja, ist halt die Frage. Also ich glaube wirklich, dass es die hätte den Tau fallen lassen sollen. Einfach. Hätten sie Blinkträger. Ja. Jetzt ja, oder auch, ich denke, sie hätten auch mit Brew, mit der Double Damage Rune, einfach deffen können. Dann hätten sie ihn auch den Lycan gebraucht. Ich meine, der Lycan hat Ulti, der macht Schaden. Ja, aber Titan hat immer noch die Ravage. Das stimmt. Wenn die Ravage benutzt, hat jemand jeden Tote. Wenn der Brew mal drin ist, wäre dann der Rat danach tot. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hätte der Fight halt irgendwie 2 Sekunden länger gedauert. Oh, das war, deshalb mag ich Death Prophet gegen Brew auch. Der Silence ist ziemlich stark. Jetzt wird er gezwungen, das Ulti zu nehmen. Kriegt es vielleicht. Nein, ich glaube. Ah, doch. Ist halt da auch. Ja, stimmt. Ich hab das in der Ehe nicht gesehen. Ich hab nicht gedacht, dass er den Kill da bekommt. Ich kann den Tide auch noch bekommen. Ja, Stun ist drauf. Lift ist da. Und schöner Cyclone. Okay, nee, aber da sollte er nicht bleiben. Was war das denn? Das war nicht gut. Der Cyclone war richtig scheiße, weil der war im Lift und den Lift abgebrochen. Echt? Ich dachte, er hätte noch keinen Range beim Lift gehabt. Aber ja, dann war es echt nicht gut. Naja, Lift ist hier auf Cooldown. Ja, stimmt. Misplays von SD. 4 ja. zu 8 sind weit hinten, aber ja. Lycan ist halt so. Beide das war, ich verstehe halt nicht, warum Teams Lycan durchlassen. Ich meine, wenn er dann genervt wird im nächsten Patch, dann ist er vielleicht nicht mehr so overpowered. Aber ich glaube, wenn er Hall weniger macht, passt es eigentlich, oder? Ja, ich meine, haben sie ja schon beim letzten Mal versucht. Ist ja immer noch nicht. Ja, das Ulti, aber das Ulti ist nicht das, was stark ist. Na, Haul haben sie doch auch ein bisschen gemerkt. Ja. Das heißt, vorher ist jetzt 50 Damage, was das war 20, 30, 40, 50. Und jetzt ist halt 14, 26, 38, 50. Also. Ja, aber. 6 weniger, 4 weniger, 2 weniger. Voll. Also klar. Es war halt der. Ich glaube, die Idee war halt, dass der Haul auf Level 1 so stark ist. Aber. Ich mag den. Der Push ist nicht schlecht mit dem Visage Birds und dem Death Prophet Ulti. Ja, ist top zum und ich schieße von weitem aus hier was. Ja, Lycan pusht oben. Lycan pusht oben, hat den Tower bekommen. Ich weiß nicht, ey, Ulti ist online. Ja, aber das sollten sie nicht machen. Ich glaube, der Brew hat noch kein Ultimate. Einfach stallen. Ich meine, der Lycan ist fast am T2. Jetzt müssen die alle wieder zurück. Jetzt müssen eigentlich nur TTPs abbrechen. Warum immer sie da sterben? Haben sie ja auch keine Stunts für. Ich meine, der Rubik kommt da nicht ran. Sand, doch Sand stimmt. Ja. Sand, habe ich vergessen. Doch jetzt sein Blink geht als nächstes auf eine gewartet, Pipe. Aber die War, ne, das finde ich, also die Pipe, klar, gegen Lich ist die nicht schlecht und gegen die Ravage auch nicht, aber ich denke, also so eine Blade Mail gegen Death Prophet ist immer super geil, weil es gibt die Armor und dann muss Death Prophet auf die BKB gehen, weil sie dich sonst nicht fokussen kann, sonst stirbt sie einfach an ihrem eigenen Ulti. Ja, Pipe hier ist auch genauso wichtig. Ja. Ist halt schon viel. Das Boot bringt die Pipe, beziehungsweise den ersten Teil davon. Genau, was kommt da? Da ist ein Medaillon. Die sollten sich. Also, die sollten halt den Dire Advantage ausnutzen. Ja, Rosh ja, machen. Rosh wird bald kommen. Vor allem auch, um den Lycan einfach wegzunehmen, aber SD passt da gut auf. Was? Gewusst wie? Ja, nee. Sieht so aus. Vielleicht hat er vorhin. Ja, schöner Move. Vielleicht hat vorhin was, also. Vielleicht haben die da die Ward. Oder sie cheaten, wer weiß. Nee. Wenn nicht einer spectated hier Geralt oder so, dann haben wir ja nichts mit zu tun. Da haben wir nichts also, mit zu tun. Dieser Ward steht hier ziemlich perfekt. Es kann sein, dass sie vorher den Ward hier hatten. Oder ja. Quatsch, sie haben einfach hier gesehen, dass ein Ward gesetzt wurde. Das kann auch sehen. Okay, es gibt doch einen einfach. So, SD sind zu fünft unten. Ja, die wollen doch. Jetzt sammelt sich so um Roshan so ein bisschen. Ja. Aber mit der Invis-Rune können sie, glaube ich, einfach den Tower diven und einen Teamfight nehmen. Ja, besonders wenn er jetzt Brewmaster den Titan hier sieht. Oh, er blockt mit dem Wolf den Titan da drin. Ach, schöner Move, wenn der. Place, aber war leider zu früh. Ja. Also, sehr schön gewesen. Brewmaster Invis wurde jetzt hier auch gesehen, ist hier drin. Also, wir sehen auch, wenn er rausgeht jetzt. Ja. Oben pusht eine Creep Wave halt rein, das ist nicht gut für SD, aber die wird den Tower. Oh! Schöne Ravage. Schlechtes AA-Ulti, aber der Brewmaster Ulti ist halt draußen. Ravage gestohlen. Das Lich-Ulti macht extrem viel. Lich-Ulti macht sehr, sehr viel, aber das reicht nicht. Die Death Prophet. 4 zu 0. Ja, das Brewmaster Ulti war draußen und dann. Ist SD einfach noch im Moment ein bisschen zu weit vorne? Wunderschöne Ravis-Stil. Diese
das noch immer funktioniert? Ja gut, war weit genug hin. Ja. Krass. Ja, das hätte ich auch nicht. Also eigentlich, zumindest höre ich so von den meisten, dass man mit Rubik eine Ravage erst eigentlich mit einem Blink stehlen kann. Mhm. Weil sonst wirst du halt immer getroffen. Mal kurz gucken. Nils, gut gespielt! Okay, die hören uns nicht. Was? Warum? Na ja, gut, die haben Kopfhörer. Die haben Kopfhörer auch. Auch zu lustig. Okay, Massen-TPs. Ja, aber das. Also jetzt sehe ich die zu weit hinten, die P-Ducks. Ich glaube nicht. Also die haben ja schon sowieso meiner Meinung nach das schlechtere Late-Game als SD, einfach weil SD einen Lycan hat. Hier sollte sich Luca vielleicht nicht übernehmen, weil das sind Birds können. Ja, 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 das ist keine. Besonders, wenn du halt hier siehst, da und da. Ja. Sehe ich wieder nicht auf der Karte. Anyway. Ja, aber die haben halt auch keinen. Die haben einen Blinkdagger auf dem Tide, der hat keine Control, also der könnte. Der hat auch keine Ravage. Genau. Für eine Minute. Ja, du musst aufpassen, schön. Na, da rennt er sogar nicht mal mehr in Arrows. Ja, doch. Das ist ein bisschen zu weit hinten gelandet. Das war unnötig einfach. Ja. Ich meine, da muss er nicht stehen, vor allem weil Lycan ja eigentlich die Sidelanes pushen will und nicht die Midlane. Aber das macht, glaube ich, den Kohl nicht mehr fett, wenn du dir mal die Last Hits anschaust. Das sind irgendwie 30 Unterschied. Das ist alles nicht so viel bei 17 Minuten. 80 Last Hits bei 17 Minuten ist jetzt nicht so viel, aber. Grafen 4K, 4K. 4K. Es ist stabil soweit. Besonders weil auch die Tower relativ even sind. Komplett even. Ja. Was aber auch wieder schlecht ist für die P-Ducks, weil die, glaube ich, ein bisschen mehr All-In auf das Pushing sind. Und SD schon ganz entspannt eigentlich durchhalten kann. Und jetzt. Brewmaster Ulti ist wieder am Start. Ja, aber noch ist. Noch haben sie es nicht gesehen, gell? Genau, die oh, das könnte passen mit dem. Mit dem Medaillen sollten es eigentlich schnell genug haben. Ja. Oh, jetzt kommt aber das Ulti. Und wenn sie dann da fighten, das könnte das Ende sein. Und sie können sie machen den Roshan nicht fertig. Oh, das geht schief. Das geht super schief. Schöne Initiation. Und damit ist es eigentlich over, würde ich sagen. Ja, schön den Ravage geklaut. Nicht Ulti bounced noch ein bisschen. Und der Rubik überlebt das sogar. Ich glaube, irgendjemand muss aufmachen. Ja, das ist zum Spielen. Hier schön, aber hinten ist. Moonlight Shadow hat hier gut geklappt. Ja, aber trotzdem. 3 gegen 0 und jetzt kriegt SD Roshan. Ja, das ist noch viel. That's huge! That's huge, ja. Sie haben keinen Stormspeed. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn sie da. Die haben halt ganz kurz, als das AOD reingeflogen ist, haben sie Angst bekommen und sind rausgemoved. Ja, sie hätten ihn vorher noch schaffen und können. Und da hätten sie ihn, glaube ich, schaffen können, ja. Ich weiß nicht. Ja, wären halt trotzdem. Wäre aber fraglich, ob die den Teamfight danach gewonnen hätten. Ja, genau. Sie wären trotzdem in der Pit geklumpt gewesen und hätten aber wenigstens nicht Roshan verloren. Ja, in der Pinky-Klump wäre vielleicht sogar schlimmer, weil, wenn die Ravage halt vorher rausgezogen wäre. Rubik hatte noch die Ravage. Ja, das stimmt. Das und kam halt nicht. Sind halt vorher in der besseren Position gegangen. Ja, sonst gehen sie vollkommen Diamond Tower. Ich denke, SD weiß, dass sie das gewonnen haben jetzt. Like. Ja, können auch throwen. Können auch throwen, aber ich sehe nicht, wie, also der Ascent ist. Okay, der Ascent ist gerade tot. Also mein Argument, dass er ziemlich tanky ist, gerade widerlegt, aber. Er ist ziemlich tanky, wenn man mehr als ein Viertel Leben hat. Ja, das, dann ist er ziemlich tanky. Aber Level, wie viel Ulti ist das hier? Level 1. Oh. Ich bin abgelöst. Oh, da kommt der Co-Caster, der offizielle. Na, Servus. Ja, ja. Willst du nächstes Spiel übernehmen? Dann coach ich das Team wieder. Muss es wieder einmachen. Ja, ja. SD scheint zu gewinnen. SD scheint zu gewinnen. Das ist doch logisch. Gut. Aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern hier. Lycan muss das noch pushen. Schau mal, Lycan muss noch pushen. Aber das schaffen sie schon. Wie sind wir denn jetzt eigentlich? 10, oder? Wir sind 10, glaube ich. Ausgezeichnet. Das ist gut, gell? Dann können wir wirklich ein Inhouse machen. Ja, 10. Local Lobby, Picks von 1. Das weiß ich nicht. Sorry. Nur einen. Irgendwo das drüben liegen ja immer irgendwo rum. Ich hab sogar zur Not noch die alten Ports, von daher kannst du auch meine haben. Falls es nur die ist. Nice, recht. Ja. Alles klar. Mighty Ducks hier im Smoke Gang. Vielleicht kriegen sie den Lycan wieder. Da wird nee. Must TP zurück, weil SD unten pusht.
Ja, der Punkt ist, sie wussten halt nicht, also der Lightning ist halt B gegangen, hat sich auf der Lane gezeigt, ist zurückgegangen, sie dachten, okay, das Rostipede, wir brauchen, können jetzt auch weggehen. Ich hatte noch jeden gewartet. Ja, schön. Rubik blinkt den Einzelnen. Und Lightning. Jetzt laggen wir raus. Okay. Ah, ich glaube, der ist aufs Landkabel gekommen. Kannst du mal gucken, ob die beiden Landkabel hinten eingesteckt sind? Will nur gucken, ob du da was rausgezogen hast. Ich bin so Noobs. Mach mal fertig, Mann, was ist los bei euch? Hat jemand Ducktape für die LAN-Kabel? Okay, hier ist eine große Initiation. Eins gegen eins. Initiation? Ja, du hast alles verpasst. Ich habe alles verpasst. Okay, 1 gegen 1 Trade, der Scaredfish wird auch noch sterben. Und Brewmaster Split ist vorbei. Na, aber das läuft, das läuft. Und währenddessen kriegt Lycan oben den T2. Das ist auch. Klassischer Lycan. Die haben keine Stunts mehr. Visage Birds haben keinen Stun. Ah. Schön gemacht von Rockstar. Ja, es war ein 2-2-1-Trade für den Tower, das ist okay. Das ist okay, weil... Was war hier jetzt hier? Ach ja, kein Kaste. Das ist ja nicht. aber Aegis war, glaube ich, 2-1 Minuten. Die dürften noch, ja, die dürften schon noch 2 Minuten halten. Und Necro 3 ist am Start. Oh ja. Alle Towers sind auch von Necro 3 gewesen. Was hat die Death Prophet für Items? Okay, Mac. Nur das Mac, das ist gar nichts. Ja, Mjolnir, ja, Mastrum ist fertig. Mastrum und Drums. Mastrum und Mail. Keine Ahnung. Wir haben aber einfach zu wenig HP. Also der Nordisch Centaur kann fast jeden Solo killen, jetzt vor allem mit dem Mich geht voll Greed. Direkt auf den Aghanims. Ja, kann man machen, ne? Aber hier, mein Hood ist fertig, von daher kommt bald die Pipe. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob da die Pipe gut ist. Ich weiß nicht. Klar, die blockt es. Das AA-Ulti den Damage und wenn du es vorm Double Edge rausbekommst, ist es auch nett. Aber. Muss mal gucken. Weiß nicht. Ich bin immer noch von dieser Mecha auf Death Prophet, bin ich nicht überzeugt. Ja. Das klang mehr. Nein, Link. Jo, itemweise haben die doch schon relativ viel. Pipe ist schon am Start. Dann dürfte jetzt. Ja, Blademail wahrscheinlich dann. Blademail oder Hard, ich meine, der hat genug Farm. Ja. Obwohl er stirbt relativ. Ja, das ist beides gut, da gegen Sterben. Jo, und jetzt rotieren sie. Haben keine Wards, die Gegner, aber haben eine schöne defensive Ward. Hier. Das Ward ist hier. Ja. Gut, der Schienen ist halt auch tot. Aber jetzt, die wollen fighten mit dem Moonlight Shred. Nee, doch nicht. Wäre halt eine Option gewesen, aber mit dem Silence haben sie nur den Lecken getroffen. Und das halt so, ja, und auch, ich meine, mit dem Necro sehen sie alles. Ja. Oh, der Rubik rennt in den Arrow. Initiation, riesen Ravage, aber Brewmaster Ulti ist draußen. Der Lycan ist einmal tot, Aegis wird gepoppt. Das ist sehr schön, weil die. Bei P-Dux sterben Leute. Ja. Visage wird auch noch sterben. Ist auch nicht so gut, aber egal, und die, das geht halt. Cam. Ja, 3 zu gegen Aegis straight. Und das ist, denke ich, dann auch das Ende. Wo der Scaredfish sich nochmal reinfeedelt, weil er einfach in das Death-Profile reinblinkt. Ja, oh. Guter Move. Genau. Chase sie jetzt feedelt Luca auch nochmal rein, weil sie nicht lernen, dass Death-Profile die Schaden macht. Ja, war knapp. Denkt er ganz mal. Ja. Lycan ist noch gestorben durch die Visage Birds. Ja, oh Mann. Iran hat den Kill bekommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist in den Arrow gelaufen. Das wäre die einfache Erklärung von Luca. Ja? Aber der Arrow ist auf Cooldown, ja. Okay. Ja? Okay, ist halt Luca. Okay, gute Begründung. Ich vertraue dir dabei. Und jetzt müssen sie zurück. Ah, jetzt stirbt. Ja, Rubik stirbt auch noch und der Brew. Na, der Brew. Hat Space created hier. Aber Rubik stirbt noch. Ah, okay. Gut, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen, ihre Rex zu defenden. Ja, aber sonst leben, das machen nachher die Wölfe. Ja. Ja, aber ich sehe immer noch das Problem halt, die sind so weit vorne mit dem Lycan, die können einfach, die haben auch den besseren Teamfight, die können zu viert gegen die fighten. 12.000 Gold Vorteil, ja. Also mit den Items, da haben sie auf jeden Fall den besseren Teamfight und dann können sie einfach zu viert fighten und Lycan Arrow dann Rex machen. Ja, Lukas ist sicher mal lang, dass er nicht rein will. Ja, aber das geht schon. Kommt sich schon hinterher. Zack. Moonlight Shadow und weiter genau, geht's. Genau, unter einem Ort, ne? Ja, und auch mit dem Necro 3, das ist dann vollkommen wurscht. Ja, das stimmt. Wash-Timer haben wir nicht, ne? Der Arrow hat getroffen, der ist in allen Minions drin.
Da beschützt er sich dann mit den Minions? Nee, mit den Minions beschützen. Nein, Lycan beschützt den Minions. Mit den Arrow für sie. Ja. Ja, mal schauen. Manche Ducks können das, ja, wenn sie weiterhin so defenden, passt das schon. Naja, ich meine, ja, die kommen halt niemals wieder aus ihrer Base raus und gewinnen auch niemals einen Teamfight, der nicht unter ihren Towern stattfindet. Also ja, ich sehe das nicht. Ja, aber der Teamfight findet ja nur noch unter Tower statt. Ja, das stimmt. Aber so wie ich SD kenne, werden die jetzt ganz safe spielen. Die werden jetzt den Jungle farmen und uns hier noch ein 50-Minuten-Game machen. Die letzten zwei Games sind die sicher. Also vorher haben sie immer rein und scheiße und bla. Ja, Gethroat haben sie auch, aber die denken, sie würden safe spielen und lassen die Gegner halt farmen währenddessen. Ist ganz blöd. Aber jetzt ein schöner Smoke. Ich meine, das Licht Aghanims könnte vielleicht wirklich was machen, wenn SD zu 5 Minuten zu 5 auf einem Punkt bleibt. Ja, das haben sie in den letzten Teamfights relativ oft gemacht. Das stimmt, ja. Ich wette, da sind jedes Mal die 10 Bounces durchgekommen. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah, das ist halt auch das schlechteste Target eigentlich. Und niemand trifft irgendwas, alle sind verwirrt. Ja, nein, und jetzt kommt Wobster mit dem Ulti und das denkt dann. 2 zu 5, ne? Ist ja schon. Ja, aber das AA-Ulti hat ja getroffen, obwohl. Ja, nee, Death Prophet Ulti macht schon ordentlich. Rubik hat das Death Prophet Ulti geklaut. Stimmt. Ja, und stirbt. 1 zu 0. Worüber ich eigentlich gelacht habe, weil hier Nils geht hier rein. Ne, Lars geht hier rein. Sieht, okay, ein Smog gebrochen. Es kommen immer mehr. 1, 2, 3, 4. Er steht auf dem Fleck. Okay, blinkt jetzt raus. Sind 5. Okay, mach einen Stun. Was? Das sind 5 Leute um dich rum. Macht einen Stun, läuft weg und alles misst halt immerhin. Er hat halt irgendwie wirklich 2 Minuten halt. Nur 2 Sekunden noch rumgestanden. Lycan stirbt auch noch. Wenn Lycan da nochmal stirbt, dann ist das gut. Aber sollte nicht sterben. Ja, mit dem Ulti. So. Obwohl der Titan hat noch Blink. So, Blink und Gush. Ja. Macht es nicht so gut. Aber die schade. Blocken da nicht gut genug. Schön gemacht. Aber Mirana, AA wird von Mirana. Also Carry für Carry. Ja, und die haben den T3 bekommen. Er hat halt leider nur also, Damage auf die Melee-Rex bekommen. Also der wird sich hochregen, aber. Naja, hochregen in 2 Minuten, 3 Minuten. Ja, aber ich weiß nicht, ob die sich nochmal trauen zu pushen vor Roshan. Und wenn Rosh starten wird, wenn. Ah ne, 36 Sekunden noch. Ja, ich denke, das passt ganz gut, dass es noch passen. Down ist zum Push. Regeneration. Ich hatte jetzt keinen Knopf hier für Folgen. Nein, aber ich habe ihn nicht gefunden. Bei der professionellen Caster. Ja. Ich treffe das hier, aber wenn ich jetzt irgendwas drücke, disconnect ich wieder. Oh, lastet. Guck mal hier, Networth. Ah, Networth. Interessant. Ja, ich meine, das zeigt eigentlich, wie es aussieht. Es gibt auch die Lastets komplett wieder, weil Kills sind so viele jetzt. Ja, ja. Was mir gefällt, ist, dass Mighty Ducks halt schon immer rauskommen, schön smoken und immerhin die. Ja, die versuchen es wenigstens. Sie failen auch ein bisschen dabei, aber ich meine, die. Ja, das ist halt das Ding tatsächlich, dass sie halt das Strategische und so irgendwie schon recht drauf haben. Dass halt in den Teamfights nicht so viel passiert, ist halt. Ja, die haben halt das Early Game, also ich weiß nicht genau, wie der Tide da die Lane gegen den Centaur verlieren konnte in den Last Hits, weil also sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Ich bin jetzt kein Experte. Ja, schön, nicht. Weiß nicht, Vino. Sieht aus als Offlane-Spieler. Centaur gewinnt es, na gut. Der Offlane-Experte sagt, Centaur gewinnt es, also kann ich nicht mal den Tide flamen. Ja, kannst du nichts flamen hier. Der Lycan macht jetzt Roshan alleine und. Dann denke ich, werden die zu viert oben reingehen, er wird sich unten die Rex holen. Und wenn es dann noch nicht over ist, dann. Sollte, ja. Sogar die Creefave pusht hier schon. Also noch ohne, naja. Mini-Rex wird zumindest für den Katapult angehalten. Ein VP Siege Creep. Siege Birds, ich kann vielleicht einen Snap versuchen. Die AE ist hinein. So, das wäre nicht schlecht, Er versucht's. Ah, ist zu langsam. Schade. Ja, ich glaube, sie wollen oben. Ein bisschen abgelenkt. Ja. Und das AE und jetzt können sie engage. Agas, aua. Geht auch schon Level 2, ich dachte Level 1 Agas. Auch witzig. Jetzt geht der Lycan erstmal in die Mitte, um da zu farmen. Klar, man hat sonst nichts zu tun, weil SD halt wartet gerade in den Tower noch. Vorbei? Doch. Also, wir dürfen auf jeden Fall noch länger, mehr als 2 Minuten, dieses wunderbare Spiel genießen. Ja, du siehst es halt hier. Luca wird halt hier oben gebraucht, beziehungsweise wird halt hier und hier. Also, sie brauchen ihn halt irgendwo hier und er fährt halt hier. Im letzten Spiel schon so. Razor Doppel-Ulti. Team wartet hier auf ihn, Luca geht hier oben rein und feedet. Das ist so ein. Immer mit deinem Team. Jetzt kommt hier Shivas Aghanims auf Brewmaster.
Ja, die kriegen den Brewmaster nicht tot einfach. Das, also das Death Prophet Ulti hilft ihnen, hilft schon, aber wenn sie mal die fokussen würden. Ja. Naja, wenn sie die mal fokussen würden, dann wird die auch nichts mehr machen. Ja, kriegen sie irgendwie hin. Mal schauen, hat jetzt die Luca ist jetzt Mitte in der Mitte, okay. Jetzt können die anderen oben rein. Ne, er geht runter und farmt weiter. Ja, rausgepusht haben, ja. Auf die ganze Zeit Lukas bleiben. Genau. Vielleicht bin ich auch einfach nur da rein, wo Platz ist, weil das hier jetzt hier oben reingeht. Das ist sehr gut von Luca gemacht. Wundervolles Play, sehr gut. Bester Spieler bei SD. MVP des Matches. Ja, ja, chill, so. chill. Ja, Rubik und Rubik hat Matches immer noch Death Prophet Ulti. Ja, Egg ist noch, Lycan ist noch da. Ja, Merex sind tot. Ja, hier wird auf die das Welt sollte gewartet. GG sein. Gut, jetzt geht er nach. Ronnie noch mal wieder. Ja, doch, vielleicht. Nee, da! Schöner Snipe von der Message. Die Message hat wie viel? 3-6. Nicht so viele Snipes. Nicht so viele Snipes, aber das ist ja auch. Es war so kurz, wenn du die Snipes von dir bekommst. Das Lobby ist schon offen, okay, dann gehen wir da mal rein. Ja, frag einfach mal, ob sie casten kann, wenn nicht. Ja. Könnt ihr mal aufhören, das Kabel zu steuern? Ich bin schon wieder disconnected. Das hast du Duct Tape um das Kabel. Zwei Verbindungsstellen. Der Tesa reicht auch schon. Und ihr müsst mal aufhören, von euren Computern wegzugehen und weiter Dota spielen. Ja, siehst du, jetzt ist es vorbei. Ja, well played. Alle kaufen sich nochmal BKB vorher. Okay. Wenig Grafikfehler hier auch. Ja, ja. Ich mach das jetzt. Gut. Viel Spaß beim Zugucken. Es war ultra professionell und zwar ultra, ja. Sehr professionell, ja. Aber jetzt erstmal laufen lassen, weil sonst. Ja, hey. Oder ist das Duck Tape nicht da? Ich glaube, wir gehen gleich alle ins Wohnzimmer, wenn. Okay. Das passt schon. Hier mal hin. Ist das auch auf dem Mikro oder? Ja. Das ist auch so sensitiv eingestellt, dass das passt. Relativ leise, ja. Hast du das Gehäuse selbst gemacht? Also die Schublade. Ja. Was ist denn da jetzt noch ein Rucksack drum? Und
paar Schrauben und dann passt es eigentlich schon. Ist ja okay. Ja, ist halt praktisch zum Mitnehmen, Ikea-Tüte und fertig. Ja, das da war ein bisschen schwerer. Das ist wirklich 5 Sekunden Delay, 5 Minuten Delay. Passt jetzt perfekt. Lame. Oder sind die in 2 Minuten schon 2-6? Du hast die ganze Zeit Mighty Ducks gesagt, das sind aber die Playing Ducks. Mighty Ducks war ein anderes Team, oder? Aus der Federal League. Ach, die waren das, die Federal League. Ach ja, aber die sind schon raus am Anfang, ne? Waren das die? Ne, die sind erst im letzten Spiel. Radiant Team Ban. Die haben dafür gesorgt, dass wir beinahe Fünfter geworden sind. Okay. Stimmt doch, doch, doch. Die hatten diesen Ganon und so. Mighty Ducks, ja, tatsächlich, okay. Ja, Playing Ducks, Mighty Ducks. Playing Ducks, Ducks e.V. bei Dakota, ist schön. Diese Ducks, ja. So, ich habe jetzt gehört, schönes Ding mit Brewmaster fängen. Und Scarif Mage. Das sage ich mal. So rum war das. Ah, okay, dann kriegen sie jetzt Razor und Skywrath oder so irgendwas. Skywrath Mage. Ja, wir haben auch. Und was picken sie danach? War jetzt nichts? Na gut. Und Razor. Ah, gut geraten. Schwer bei der derzeitigen Meta. Ja, das war schwer, weil ich es da drüben gesehen habe. Ah, okay. Und Doom, ja, das sind sehr komische. Also, bisher wurden alle Helden, die gepickt oder gebannt worden sind, so, also, ja, sind so besonders und so spezifisch und die werden sonst halt nie gespielt. Ja. Ey, ja, ja. Also, Doom sieht man wirklich nicht auf, weil der sonst immer gebannt ist, aber sonst. Ja, aber Picks und Bans ist halt. Also, keine Ahnung. Was kommt jetzt noch raus? Irgendwas ultra-generisches. Shadow Shaman. Und Shadow Shaman auch nicht mehr so wirklich. Noch Shadow Shaman. Eigentlich noch, ja, aber. Shadow Shaman ist schon noch ziemlich viel gepickt. Was? Ich sitze hier nur. Wir sitzen und gucken das Spiel an, weil die drüben spielen und wir nicht spielen können. Ich schau lieber live zu. Lame. Radiant Team Ban. Gleich! Ich muss hier ein Spiel casten! Dire Team Ban. Ja. Wenn er gar kein Intro macht. Hallo und herzlich willkommen zu Join Outer League. Wir sind hier live bei Scared Fish daheim. Gegenüber im Zimmer. Extra auf einer schönen LAN hier dafür, für dieses Spiel. Ja, genau, wir haben extra diese LAN gemacht. Und, ja, natürlich. Und wir haben auch nicht vor zu spielen oder so. Nein, das ist jetzt hier nicht nur so. Enigma-Ban. Was? Enigma wird doch häufig. Warum? Weil Enigma zurzeit mit dem, ich weiß gar nicht, wie der dritte Spell heißt. Ja, weil, also. Pulsing Field? Nein. Oh Gott, ich heiß nicht. Also, Death Pulse? Nein, nicht Death Pulse, sondern irgendwas mit diesem Rotting Pulse, was bei Rock of 3 ist. Oh Gott. Das kannst du hier auch nicht nachsehen. Ja, gleich kann ich es nachsehen. Mir fällt's gleich ein, warte. Shadow Shaman! Midnight Pulse, okay. Midnight Pulse zusammen mit Black Pulse einfach so stark zur Zeit und Shadow Shaman, ja. Ja, gut. Kennt man, ja. Passt man. Ja, hier ist King auch raus und dann passt es auch. Nichts Besonderes, außer den Enigma-Bann. Ich weiß nicht, habe ich nicht so gesehen. Also im generellen Enigma, ja. Ja, doch. Aber. Also, ich glaube, SD spielt zwar überhaupt keine Enigma, aber. Ja, sollten wir machen. Also in der Federal League, wo die Leute sich auch damit beschäftigen, wird gegen uns auf jeden Fall relativ oft Enigma gebannt, weil wir Enigma relativ oft spielen. Aber Enigma ist halt auch stark zur Zeit, weil du kannst den Gegner outgreen, ohne in Wirklichkeit greedy zu sein, weil die Enigma trotzdem was macht. Ja, kannst du halt ganz gut pushen und kannst auch mit Level 6 halt einfach hier irgendwo einen Smoke und einen Hole machen. Ja, und ist der schnellste Jungler im Spiel. Oh ja. Wenn es richtig passt, ja. Also eigentlich immer. Er kann nur Mud Golems bekommen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, du hast halt Mud Golems und dann gehst du eben zum nächsten Camp, holst die Idolons mit, ja, und machst den kaputt. Zur Not macht man immer noch Ghetto-Jungling mit der Offlane, dass man da die Knight oder dann die Ancients macht. Das, das geht auch, ja. Ist ein bisschen nicht ganz so effizient, aber man kann es machen. Ja, oder Roshan, oder... ja. Hat so viel. Dire Team Pick. Ja, aber Line ist auch ganz cool. Zwei squishy Supports. Britzel. Die Playing Ducks gehen bisher komplett auf rötliche Töne. Ja, ja, ja. Ist ja die Frage, ob die das durchziehen. Der Brewmaster passt nicht so ganz da rein. Ja, das aber der hat noch dieses gelblich-braun. Ja, vom Rot passt es. Das Problem sind aber hier irgendwie, sind beide so quasi satanische
Dämonen so. Ja. Also das ist halt. Außerdem hat Brewmaster keine roten Spells. Das ist auch merkwürdig. Ja, nur ein bisschen orange. Nur dieses Feuerzeichen. Nee, da, aber guck mal hier rot, 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 rot. Blau. Ja, ja, rot, blau. Nee, also das würde schon sein, dass Brewmaster definitiv ein Fehlpick war. Er hätte auch mit dem Scarlet Mage besser in SD reingepasst, weil der Razor mit dem Blauen, das hätten sie wenigstens. Ja, das beißt sich ein bisschen. Ja, der Shadow Shaman hat auch viel Orange, also da hätten sie auf jeden Fall den Razor bannen sollen, den Brewmaster picken sollen und. Rot. Moment. Da kann noch ein Ember Spirit rein oder sowas. Heroes. Ember Spirit. Das ist quasi Local Content. Warum braucht das lange zu laden? Was haben die für einen Ping, weißt du das hier? Kannst du das Custom machen? Ich glaube nicht. Warum geht meine Konsole nicht ab? Ich glaube in-game geht das erst. Ich drauf machen, muss man nicht drauf auf. Ja, der Boostmaster hätte aber auch ganz klar auf die Playing-Webseite kommen müssen. Ja. Ich sehe den auch total, der ist so sinnlos. Ja, der ist auch nicht. Nils, was willst du mit dem Beastmaster? Der ist scheiße! ja, was wollen sie damit? Links Scarif Mage? Ulti? Ja, Scarif Mage, Ulti. Kann man machen, aber gibt's besseres oder nicht? Kannst du auch einfach Stunlocken? Ja, aber Bobs ist völlig begeistert von diesem Beastmaster. Da will ich aber jetzt auch Play sehen. Na, jetzt ist alles kaputt. Ja, jetzt ist alles vorbei. Na, obwohl, wenn die jetzt noch was Blaues holen, dann haben die jetzt sowas schön Ausgewogenes. Okay, irgendwas Blaues ist. Morphling. 10 seconds remaining. Es gibt gar nicht so viel Blaues. Storm. 5 seconds remaining. Ja, es war auch noch was. Storm? Storm ist schon ziemlich scheiße hier. Ja, hier passt es nicht wirklich rein. Was wir brauchen, ist noch ein Supporter. Ja, man könnte einen Support-Puck nach unten safe in Farming Storm. Ja, könnte man machen, in der Tat. Die Empire Support Brewmaster. Ja, mit dem Push hätten sie vielleicht noch einen Leshrac holen können. Wahrscheinlich wird den SD jetzt bannen, weil es relativ offensichtlich ist mit dem Puckner Push. Ich denke nicht, dass der Leshrac. Es gibt. Könnte man machen, ist nicht so stark, ne? Ja, wie gesagt. Ist so okay. Ja. Radiant Team Ban. Ja, Leshrac könnte es sein, von wegen, wir pushen, also pushen wir noch ein bisschen mehr. Es ist nicht wirklich sinnvoll. Aber könnten sie machen. Ansonsten starker Support, der noch hier drin ist. Irgendwas vergessen? Soll ich schnell gucken gehen? Ich will mal gucken, nein. Ich glaube, die paar Minuten können wir abwarten. Was könnte es denn hier noch sein? Starkes. Eine Lina einfach in Rot rein. Ja, aber Lina ist. Mehr Finger. Die ist zwar schön rot, aber die ist zwar scheiße. Ja, haben auch zwei Tankies hier. Ja. Oh, ja, der Tinkerbomber sehr gut. Der Tinkerbomber sehr, sehr gut. Stimmt, mit dem Beastmaster zusammen, ne? Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum, wenn SD das spielen wollte, verstehe ich nicht, warum sie nicht zu. Erst? Was ist das? Ich habe den Skill angeklickt und es zeigt mir eine Beschreibung, was passiert, wenn man einen Summon Boar Skill anmacht. Dann pickt man eigentlich zuerst den Tinker, weil der Beastmaster nicht so offensichtlich ist. Aber mal schauen, was sie hier gehen. Ist halt irgendwie krass, also vom Bannen, also vom Picken und Bannen sind die Playing Decks relativ gut, auch vom Decision Making und so. Nur irgendwie, wenn es jetzt zu Teamfights kommt, ist es dann nicht so ganz. Ich hab's gerade nicht gesehen. Ja. Also ich will die Playing Ducks hier jetzt nicht schlecht drehen, logischerweise. Ja, ja. Kannst du auch noch nicht lassen. Oh, den Lucky Strike kenne ich. Okay. Ja. Okay, dann will ich sie erst recht nicht schlecht drehen. Ja. Aber die Menschheit, die Längs-Stage lief halt nicht so gut. Und die Teamfights lief nicht so gut, von daher habt ihr noch ein bisschen Zeit, da als individuell besser zu werden, dann passt das eigentlich. Welche Division ist das? Radiant Team 6. Ist nicht mehr Starter Division, aber es ist halt Division 6, ja. Das sieht man noch teilweise. Death Prophet. So out of the box, das geht gar nicht mehr. So, nee. Death Prophet Shaman, ja. Kann man machen. More cheese. Macht man noch manchmal. So, welcher Supporter hättest du denn hier vergessen? Welcher Support? Gib uns einen Tipp, Gerald. Rubik. Rubik ist hier sehr, sehr gut. Ja, Rubik, ja. Also, warum nicht? Irgendwie wurde der vergessen. Ogre-Magie ist ja auch gut. Wirklich jetzt? Ja, wenn man genug Skill hat. Das ist ziemlich gut gegen Death Prophet, das ist verdammt unterschätzt. Was macht er denn gegen Death Prophet? Stun. Ja, okay, das macht er gegen jeden, aber. Ja, aber Death Prophet sind auch Stunts jetzt nicht die besten. Ja, aber wenn du dann mal einen guten Multicast kriegst, ist der Fight halt gewonnen. Ja, bin ich. Das war ist aber bei jedem anderen Helden halt auch so. Und bei Death Prophet, die macht wenigstens noch was, wenn sie gestunt ist. Ja, aber die stirbt dann. Ja, aber jeder andere stirbt auch. Mehr. Sie stirbt, wenn sie stirbt. Ich will einfach nur einen Ogre-Magie sehen. Okay, gut. Dann hoffen wir auf Ogre. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es wird nichts.
Playing Ducks lassen sich Zeit, vielleicht müssen sie noch die Lane Stage schon beschreiben. Vielleicht gehen sie auch Doom Jungle, so Ultra Greed. Und picken jetzt wäre so nicht so schlau gegen Death Prophet, Shadow Shaman, Razor, Skyrath. Ja. Aber. Das sind die Tower relativ schnell kaputt. Ja, das ist ja. Wenn er in den Jungle geht, haben die Probleme. Na ja, gut. Warum sollen die Sektor gehen? Sie. Aber der Beastmaster ist ein scheiß Solo-Easy-Laner. Ja, allein ist doch relativ der gut. Der ist sogar besser auf der Offlane als auf der Easy-Lane. Das Problem kann aber okay. Easy. Ja, aber gegen remaining. Nicht, aber sie steht da. Dann verliert Beastmaster die Mitte gegen Beastmaster. Also du weißt wahrscheinlich, dass er aggressiv lane, aber... Ja, siehst du, Sand. Ha! Ich find's nicht so. Das ist ein Doom Jungle. Nee, ein Support. Ist aber es ist ein Doom Jungle. Das ist Standard-Pub-Doom, der irgendwie 25 Minuten im Dschungel verbringt und dann rauskommt. Und dann, wenn das Team da noch nicht verloren, dann haben sie gewonnen. Aber wenn das Team nach 25 Minuten zu viert gewinnt, dann ist es sowieso vorbei. Dann muss auch nicht mehr aus dem Jungle rauskommen. Ja. Aber hier, easy lane, ja. Das sind Autoprofile, die hier reinkommen. Es hat nichts. League of Legends Zocker. Okay. Mach mal das Häkchen bei League of Legends. Ist immer noch da. Ja, du hast nicht auf Bestätigen gedrückt, oder? 10 Sekunden. Hier bestätigen, gibt's nicht. Doch, irgendwo sicher. Nee, das ist halt das League of Legends Applet, wenn League of Legends aufmacht. Was ich hier brauche, ist Profilauswahl. Es ist wichtig, dass man das wegmacht. Aktive. Ne. Sonst könnte ich mich darauf hinmelden. Und das ist natürlich sehr schäbend. Ja, außerdem ist es. Hast jetzt du einen Invoker-Profi? Tja. Bist so ein Invoker-Spieler oder wie? So ein Invoker-Spieler, ja. Ja. Ah, hier ist es so. Rechtsklick, löschen. League of Legends is now deleted. So, plus haben wir hier dann. Gehen wir doch mal bei das Laning. Warte, jetzt ist meinst, das offiziell. Nein, das war. Es ist offiziell, dass du hier neben mir sitzt, ja. Alle 5 Zuschauer. Alle 5. Ja. Drei Spectators. Hallo, 3 Zuschauer. Man sieht das die da hinten. Nee. Mal gucken, wer das ist. Ups, hier treffen sich Leute. Egal, also. Wer guckt uns hier denn zu? Fever guckt uns wahrscheinlich nein, zu. Nein, Fever guckt hier nicht zu. 30 Sekunden. Oh. Feva, guckst du mir zu? Feva, ich glaube Feva ist das zugleich gut. Feva mag mich. Feva guckt mir zu. Meinst du? Wahrscheinlich ist das noch von den Playing Ducks was anderes. Ja, Aggro Dryland, ja, eigentlich relativ gut, oder? Also, ich find's sinnlos. Verschieben wir schon. Gegen Centaur verliert die 1-on-1 Lane. Und gegen Brewmaster verliert die 1-on-1 Lane. Die Aggro Try jetzt mit Raster, Skyrath, Razor ist okay. Aber wenn die das koordiniert machen, dann können die das. Kommt halt auch bei jetzt auf Ops an, ne? Das Brewmaster gegen. Achso, okay, ja, stimmt, Beastmaster. Ist jetzt nicht das umgekehrte Lineup wie letztes Game, so. Ich sag, das Bobster kann kein Offlane-Brewmaster, Beastmaster, deswegen wird er nicht offline spielen. Achso, der hat mir noch geprahlt, wie viele Beastmaster er da spielt. Ja. Wieder nur in der Mitte. Ja, so viel dazu. Okay, ja. Wie weit ist das hier eigentlich? Verdammt. Knapp. Schon an? Ja. Wir dürfen doch keine Minute dieses Top-Games verpassen. Ja, wir waren sogar pünktlich im Draft. Wir waren pünktlich im Draft. Was haltet ihr vom Draft? Scheiße. Beiden, glaube ich, oder? Von beiden. Das ist halt voll Meta, so ekelhaft. Und die anderen haben Pokémon mehr Support. Ja, und das ist scheiße. Das ist halt wirklich einfach nur schlecht. So. Ja, ist halt die Frage, was die Spots jetzt machen, ne? Ich weiß. Sie sterben. Spots werden jetzt wahrscheinlich direkt auch in die Mitte rotieren. Haben hier gesmoked. Zum Glück war das nicht. War das ihrer? Wäre schon lustig, wenn sie jetzt sterben würden. Warte. Gegen wen? Gegen Brewmaster. Es kann passieren, dass wenn du in den Tower divest, der ein paar Lucky Dodgers kriegt und dass man deshalb stirbt. Ja, gegen Tower, aber nicht gegen Brewmaster so ungefähr. Ja, das aber. Das ist aber zu weit zu vorne, oder? Er kriegt ja die XP. Ja, das ist also ein G. Ja. Ich hoffe, Bobster kauft sich noch. Also warten wahrscheinlich auch rein. Das gilt das passiv. Ja, wenn er Support bekommt. Ich würde jetzt noch einen mitmachen, dann hat er die Dinger an Level 2. Genau. Level 2 jetzt und jetzt gehen sie. Aber anders hätte er jetzt einen Kill. Ja, oh. Ich sag's doch, ne? Muss hier weg, ja. Ja. Immerhin nicht gestorben.
aber. Ja, es war halt hier, es muss dann irgendwie hingehen und so. Ja, das wäre nicht passiert, wenn Bobster 2 Punkte in Call of the Wild geskillt hätte und den Slow von Kirby set hätte. Hätten die immer nicht genug Damage gehabt. Ja, aber. Das ist. Ja, der Gank in sich war einfach. An sich war schon ziemlich. Muss die Lane schon ziemlich weit zurück sein. Ja, zeig mal die Last Hits. Wow. Brewmaster spielt die Mitte. Das ist dumm. Ja. Immerhin kann er die Mitte spielen, ne? Jetzt rotiert. Oh. Ja. Aber das ist Level 1 auch halt, nicht. Level 1. Aber Level 1 für die Hälfte der Mission. Brauchen wir den Razor dazu, Schaden zu machen? Das macht keinen Sinn, mit dem Raster Lane zu checken. Ja, sie müssen halt Level werden, die Supports. Weil jetzt sind sie rotiert. Der Razor ist. Ja, es geht schon los. Katzenallergie und so. Wie war das? Lars hat 20 Katzen hier. Da vorne war eine Katze. Du hast eine Katzenallergie. Ja. Das voll sinnvoll jetzt. Was? Ja, nicht so extrem. Ich hab genug Taschenbücher dabei, glaube ich. Hast du schon. Mm. Ja, es wird erstmal so eine Weile da bleiben, ne? Was sei denn hier? Ob's da overcommitted? Galiferto. Also die Laning-Phase. Die sie eigentlich verlieren sollten, gewinnen sie gerade. Und dann Mid-Game wird SD sie ziemlich überrollen mit Shadow Shame und Deathcrawled Razor. Ja. Wie man es kennt. Late-Game kann. Ja, ganz Late-Game, wenn der Doom gut ist, dann gewinnt sie. Wenn der Doom schlecht ist, dann verliert sie. Und der Doom ist schlecht, weil er sich Quelling Blade und Shadow Shame gekauft hat. Warum? Ja, der dachte, das ist glaube ich eine Solo. Na, dann kaufst du dir erst recht ein Stouchy. Nee, du kaufst kein Quelling Blade auf dem. Naja, wenn du dir nicht so sicher in deinen Lastsitz bist, dann ist es schon mal sinnvoll. Kaufst du dir lieber. Wie viel kostet das? 220? Dann kaufst du dir lieber einen Gauntlet of Strength und einen Branch und du hast mehr davon. Das sind 32%. 60 sind 20 Damage. Ja. Und so anders hast du 5 Damage mehr und wenn du es dann noch nicht kannst, dann solltest du durchspielen. Oh, Shots fired. Ist er, ja. Stun gedodged. Oh, die Double Edge ist noch drin. Vielleicht sollte er da vielleicht warten. Ah, okay. Hat der Bob Stun Orb of Venom? Nein. Aber ich kann ihn trotzdem. Ach, gerade so, das war irgendwie sehr dilettantig ausgeführt hier. Ich spiele wirklich merkwürdig auf diesem Monster. Full on Damage, weißt du, und Full on Damage. Ja, aber mit dem neuen Change machst du mit dem Quiz ja. Mehr Damage. Nein, es wird noch schnell gebossen. Der Doom hat lieber einen Creep gegessen, anstatt den Scarif zu töten. Ja. Nee, kann nicht wieder, ja. Nee, er hätte da noch einen Hit anbringen können und mit dem Scorched Earth hätte es vielleicht gereicht. Auf jeden Fall ein sehr starker Fehler vom Doom, kein Stouchy zu machen. Keine Ahnung, warum er das tut. Ja, jetzt wird er so langsam ein Stouchy kaufen, aber es ist. Naja, geht lieber auf schnelle Faceboots. Was an sich ja schlau wäre, wenn er keinen Quelling Blade hätte. Radiant's bottom tower is under attack. Außer du willst halt auch auf einer Try gegen Try Situation, willst du halt auch 4-9 und dafür nützt du das Quelling Blade. Quelling Blade? Ja, Quelling Blade. Blade. Ja. Das ist eigentlich eine Axt und das ist immer so. Ja, eine Klinge, aber ich glaube in Horn hieß es anders und deshalb das irgendwie. Ja, aber in Dota 1 hieß es genauso und deshalb. Ja, aber ich habe nicht viel Dota 1 gespielt. Oh. Ich habe auch nicht viel Horn gespielt. Ich glaube ich noch mehr Horn als Dota 1. Ja, mehr Dota 1 als Dota 2 gespielt. Aber das zählt nicht, weil ich Dota 1 mehr bei Freunden mit gegen Bots gespielt habe. Das war meine Dota 1 Zeit. Die Dota 1 Bots waren auch noch richtig. Die waren gut, ne? Die waren gut. Und konnten alle helfen, das war schon wichtig. Aber halt nur in dieser Version. In guck mal hier, Luca stirbt. Ja, Puckner. Der ist nach unten weg. Also Puckner, ja. Gold. Den Blast auf einen gelinktes Target, die Crapified das Target zu verfehlen, ist schon bitter. Wenn er es jetzt nochmal macht. Ich habe den Link, also kann jetzt gleich turnen, dann kriegen wir zu. Na, turn sollte er nicht, aber der spielt. Gerade so. Kannst du Bobster sagen, dass sein Bild voll für den Arsch ist?
Sein Itembild oder sein Skillbild? Sein Skillbild. Ich meine, bei Beastmaster Beasts zu machen, ist halt auch voll überschätzt. Nee, während dem Spiel nicht, aber danach treffen wir ihn vor. Okay. Das rotiert halt nicht. Shadow Shaman kein Mana, so zwischen zu Space. Alle Zeit ist Gold jetzt. Okay, ich kaufe mal also die Items, die man auf der Lane hätte kaufen können. Hätte er vielleicht mit überleben. Ja, mit hier Power Jets vielleicht schon, ja. Vielleicht hätte es wahrscheinlich sogar überlebt, das war ja nicht der letzte. War der letzte Hit, das wäre schneller gewesen. Nee, Power Jets macht mich nicht schneller zu machen. Goddammit! Mein Auto. Ist das ein Power Jets? Naja, bei Kill. Nee, eigentlich. Aber Power Jets ist richtig stark, und sonst wird der vor irgendwie 3 Punches geändert. Nicht so lang her. Davor haben Power Jets noch 5 Movement Speed mehr gegeben. Ja. Also ja, das ist, der Patch ist schon ein bisschen länger hier, wo irgendwie alles langsamer gemacht wurde, oder? Wie alles, alle Boots 5 Movement Speed weniger. Ja, genau, außer Frankens. Frankens wurden schneller. Die wurden wahrscheinlich ein bisschen besser durch. Ups! Vielleicht hätte er ein Set hinten sollen, weil dann hätte einer vielleicht mehr und dann hätte er jetzt turnen können. Ja, aber nur weil der Set, weil der Doom verplant hat, nach vorne zu kommen. Also das war halt ein Fehler von den Ducks. Und hätte ein Fehler von können. Aber jetzt hat er noch 84 Damage. Und dann haben wir die Cyclops verloren. Das Motherboard. Das Motherboard. Ja. Das PC-Mate. Das MSI Beagle. Ja, das ist eine Grafikkarte. Nein. Echt nicht, das ist das MSI B85. Ja, genau das Ding, mein. PC-Mate. Die hätte ich gewinnen können. Oh. Hab ich nicht gewonnen. Ich hab verloren. Oh. Ja, was war 1-1 oder was? Nee, was war das? Sport 7. Okay. Das haben gegen Cyclones verloren. Schade. Okay, kein Slow mehr hier. Okay. Ja, der erste Tower ist schon nach 9 Minuten gefallen. Ohne Death Prophet Ulti, ohne Wards, das ist schon relativ viel hier. Was? Ja. Der Death Prophet Skillbild ist auch komisch. Ja, und es gilt eigentlich 3-1-4. Weil du hast mehr DPS, wenn du das Switch 3-1-4 kann ja noch werden. Achso, gut, hier den Level 1. Nein, das maxst du nicht ins Spawn. Du hast mehr Damage Output, wenn du Witchcraft maxst, weil der Cooldown runtergeht und du auch noch einen Geist früher hast. Ja, das stimmt auch. Und so kann er halt den Punkt in Silence testen. Vielleicht könnte das sein. Ich bin 6 erzählen. Die haben auch. Guck mal, wie er sich hier durchfrisst. Oh, ist das Place. Ja, Scarlet Mage holt sich den noch. Die haben irgendwie voll kein Sustainable Damage. Die hauen ihre Sachen einmal rein und dann war's. Oh. Jukes? Nein. Keine Jukes. Katze, lass sie wegscheuchen. Nö, ja, nö, passt schon. Nur weil die herläuft, wird das nicht mehr Haare in der Luft, die mich nerven. Sondern nur in der Nase. Oh, Katzen. Katzen mit Butterkasten ist voll cool. Was für eine Option? Ja, Katzen streamen. Hast du ein paar Webcams? Ein paar Kittens. Ich bin mal gespannt, ob wir da alle nachher ins Wohnzimmer passen zu 10. Keine Ahnung. Aber schön. In Hauslobby auf und ab dafür. Um 8 muss ich aber nicht Official Match spielen. Oh. Das heißt, du musst gleich hier hinkommen. Okay. Geil. Ah, Bobster stirbt gleich. Ja, Bobster stirbt gleich und fängt an zu flamen. Dire's Middle Tower is under attack. Okay, Exorcism auf der Top-Lane wurde angemacht und jeder Stun 15 Tower wird gedodged. Das ist natürlich blöd für ihn. Radiant's Top Tower. Aber gut, die Death-Profit kann er einfach wegrennen davon. Sonst mit Oils und Face-Boots. Du magst Movement Speed fast. Aber es ist nicht auch greedy. Ja, aber kein Ward, der also gut zu sehen hat. Ja, aber was haben die denn für Initiation? Die haben nur Centaur und der hat noch einen Dagger, also es ist. Ja,
alle da auf dem Plan. Ich weiß gar nicht, wie heißt Ducks? Playing Ducks. Die Playing Ducks? Der Drive von denen ist halt, der hat null Synergy. Die einzige Synergy, die ich vielleicht sehe, ist Pugna mit Lion. Ja, das stimmt. Dass man die Crappy Fight into Lion Ulti macht, aber das Pugna ist ja auch relativ gut, weil sie haben relativ kostende Ultis, aber ja, wenn die werden halt meistens vorm Kampf gezündet. Wenn wirklich Pugna Lion der Höhepunkt an Synergy in deinem Draft ist, machst du irgendwas falsch. Wait, die sind nicht Jäschen an. Die sind mit Center heute nicht so schnell wie mit Mikrobe. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, es gibt minimale Probleme da mit den Initiation. Habe ich das Gefühl. Aber Brewmaster hat jetzt Blink, aber kein Mana. Nicht mehr für einen Clap. Na doch, mit. Ja, Split hat er jetzt. Split hat er jetzt. Er hat auch keine Power Threat. Aber er muss jetzt hingehen und splitten und läuft halt die Probe einfach weg. Auch bevor die überhaupt den Stun machen kann. Ja, die hat auch noch einen Ulti, die stirbt nicht. Die hat 870 HP, das ist nicht so viel, aber es reicht. Und sie hat auch immer noch die Oils und den Stun sind auch schon. Ja, genau. Radiant structures are fortified. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ducks das deppen wollen. Vielleicht, jetzt. Ja, das waren halt schon alle. Radiant's top tower is under attack. Ja. Die hat dann mittlerweile geskillt. Er hat einen Punkt jetzt, aber er hat nicht den Fortschritt. Er hat den Scouting-Falken auf Level 9. Sein Anfang. Ja, immerhin. Kein aber jetzt wird ja gleich ein Eco gehen. Und dann. Oder Blink. Wollen die dann den Push noch? Ich glaube, er geht in Eco. Na, ja, sollte er. Und dann, die können diesen Push nicht deppen. Die haben zwar die Initiation doch mit Brewmaster, den habe ich vergessen. Ja, ja, aber. So richtiger D-Push ist auch nicht da, weil du hast Brewmaster relativ nah dran. Und du hast einen Lion, aber das ist halt sein Mana-Drain nicht so viel. Warum setzt du diese Ulti auf? Das war aber eine geile Mini-Range. Der Brewmaster bleibt jetzt schon drin, aber da kann niemand hin. Ja, und check es. Ich glaube, Ronny hat nicht mitgezählt, wann er zu Ende ist. Ja, du musst ihn ja nur anklicken. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange geht Brewmaster wirklich? 16? 16, 17, 18 oder 17, 18, nee, 15, 17, 17, 19, ja. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, die hätte man noch nicht mehr gebraucht. Ja, da hast du echt, aber. Radiance Middle Tower schön aus, ist under attack. Schönes Hufeisen, das bringt Glück, ne? Da oben hier noch. Ja, aber da fehlt ein Teil im Hufeisen, also bringt es kein Glück mehr. Oh, das Glück läuft hier raus, ja, das ist schlecht. Eine Lücke lassen, nee. Oder hier, aus diesem Hufeisen läuft hier das Glück raus, ne? Ganz schlimm. Das ist ey, die Arten, ja, die Schlangen. Gehen wir nochmal auf die Schlangen. Die haben ja einen Atem. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, die sind ja ziemlich warm und deshalb, weil es halt hier auch relativ das ist ja die Wintermap. Hast du diesen Wettereffekt? Eigentlich nicht, nein. Ja, wieso ist es dann Winter? Weiß nicht, draußen, ja gut, 30 Grad irgendwie macht so keinen Sinn. Ich weiß nicht. Eigentlich nicht im Internet skilliert werden. Schwab und dann Armory. Ja, genau. das meinte ich natürlich. Und dann. Nee, du hast nicht drin. Ah doch, du hast ihn drin. Ich hab den nicht aktiviert. Doch, da ist dieses Zeichen für aktiviert. Ha. The more you know. Kein Wunder, dass es Winter ist. Ja, keine Ahnung. Es ist auch so langweilig. Oh, das ist interessant. Das war aber knapp. Also der hätte der Brewmaster sehen können und das machen. So, Doom kommt rein zum Deffen, das restliche Team. Ja, sie haben ihn auch zurückgerufen, aber auch eingesehen, dass es nichts bringt. Das war auch besser so. 13-10, Grafenweise, ja, mach mal Grafen an. Oh, guck mal hier, woher kommt das hier denn? Der eine Kill auf Bobster. Ernst so? 12.000 Gold und 3k. Ja, gut, das sind halt wirklich nur die Tower, ne? Der Rest ist halt, beide Teams sind halt schon noch auf der Lane.
Radiant's middle tower is under attack. Ja, das ist middle tower has fallen. Wahrscheinlich sogar vorher, haben sie ein bisschen spät gemerkt. Centaur braucht noch ein bisschen für sein Blink. Centaur hat wirklich sehr, sehr schlecht gefahren. Drei kann nicht was. Aber jetzt kriegen sie ein bisschen. Ja, gut, hatte Lucky Strike. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, vielleicht ich kenne mich nicht. Wie brauchst du und hast das Lucky Strikes oder so? Ich glaube, na doch, das kann sein. Was? Ob es jetzt mal eine Zigaretten waren oder eine Person? Das ist halt immer so eine schwierige Sache. Nee, der hat mal ein paar Häppchen. Feed, Wobster, Feed. Nee, der timed aus davon. Nein! 28 Gold und bestimmt 1580 Erfahrung. Das hat ihn ca. 1/50 näher an seinem Blink gebracht. Ja, kein Wunder, dass der XP-Graf so ist. Siehst du, der geht schon wieder hoch, jedes Season. Viele Wochen immer hier. So, Mitte... Nein. Ah, noch gedacht. Ja, irgendwie kommen sie halt nicht an die Helden ran. Ja, das wäre auch. Ja, Shadow Shaman wurde jetzt halt vom Finger genommen. Ach genau, Ja, okay. Reicht das nicht, wenn du Ping eingibst? Nein, tatsächlich nicht, weil ich hier ein Spectator bin. Oh. Das ist ja das Problem, ja. Ping von 90. Das ist ja okay. In Ordnung. Bei 6 Leuten, die in einem Haus im Dota drin sind. Wieso ist das egal? Ja, es ist wenig. Ah ja. Also die ist schon mehr als der Otto-Normalverbraucher an einem Anschluss hat. Ja, aber sonst halt kommen meine Downloads. Das ist ja die Masse der Pakete, die wegen Probleme macht. Ja. Also hier wird man auf jeden Fall was verbrauchen. Jetzt. Was? Guck mal. So, das ist... Das war gesehen, das ist... Na, die Playing Ducks vom Bild, was TV gesponsert wurde. Das ist nicht Gewinn. Das ja, ist hart. Vielleicht hätte ich es gewinnen können, wenn sie wirklich den Doom Jungle gestellt hätten, extrem greedy gespielt hätten mit Doom der Midas und dann schnelles Shivas Refresher versuchen. Ansonsten wären sie halt auch. Eigentlich haben die Lanes sogar gewinnen müssen, haben sie halt trotzdem nicht getan. Ja. 503. Ja, der Boommaster hätte die Lane in der Mitte gewinnen müssen gegen den Beastmaster. Und jetzt sind wir auf der Botlane, die wir gewinnen müssen gegen Razor. Ah, obwohl. Naja, Link und nee, weg. Also es wie Titan da eigentlich. Ja, das verliert auch gegen Razor. Sollte gegen Razor eigentlich verlieren, ja. Aber du, Funkner, Leiden spielt eigentlich recht gut gegen... Beide sehr schwache Lanes. Ja genau, und die können halt auch Sideport machen. Die anderen können halt Easy-Camp-Ports machen, das ist schon... Jo, mal schauen, wann jetzt dieses hier beenden will. Ich glaube, ich bin ein ziemlich schwacher Dorf, denke ich. Ja, die haben halt alle Heroes, die zurzeit so in sind, gepickt aus dem Team. Und dann aber nicht auf die Team-Competition. Musst du mit Slato reden, wenn du gehört werden willst, ne? Wird es nicht gehört werden? Okay. Ich will ihr vor euch hin drauf, der doch verrückt wird. Ja, das hast du richtig gesagt, mein imaginärer Freund. Ich hoffe, ich hatte das alles. Mein imaginärer Freund sagt komische Dinge bei den Draft Playbacks. Komische wahre Dinge wahrscheinlich. 4-Mann-Smoke, nach oben, auf sollte die bekommen, oder? Obere Luft. Ja. Die hat jetzt die Luft. Ja, okay. Hast du den anderen genommen? Aber dann auf kurz zu hinten. Naja, muss ich entschieden werden, wenn den lasse. Und Bob sagt, kommt von hinten in 5 rein und... Wie gesagt, nie zu spät für ein Casual Feed. Nie zu spät, Bob sagt, nie zu spät. Skyrift Mage hat eine Drum gebaut, das ist interessant. Großes Gelächter. Okay, da scheint irgendwas zu passieren. Ja, ich glaube, das Gelächter hat man sogar ausgezeichnet. Leise, aber die Sensitivität ist gut genug dafür. Wobster Place kam gerade, ja. Die Runnersle Place haben wir jetzt auch gerade gesehen. Ja,
Los, Katapult, du schaffst es. Niemand. Also, ja, Raw. Ja, rein doch mal drauf. Aber. Ja, es ist 9, ne? Ja, aber Level 9, das ist sowieso so eine schwierige Sache. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum er Drums gebaut hat. Drums? Ja, genau. Ja, mal schauen, das sind wir alle drin. Was passiert? Das ist erstmal noch nicht, nur dass das D halt diven kann und damit auch zonen kann. Ja. Kommst du damit jetzt nochmal Pi? Ich sehe das hier aber gerade nicht, wie er Pi ist. Ah, okay, er geht noch nicht. Obwohl, ist es nicht zu spät. Er hat aber keinen Blink, um so schnell reinzuspringen zu feeden, aber. Ja, ja. Was macht er mit in der Base davon? Also, das ist wirklich die leichteste Blink, die du machen kannst. Oh, und dann kommt gleich der nächste Feed. More feeds, please, ja, more feeds. Okay. Steht erstaunlicherweise in einem Level. Das war nicht beabsichtigt, das so zu sagen. Es stehen noch zwei Tower, ne? Die könnten bald fallen. Ja. Da. So. Oh, oh, Stick Charges, siehst du. Einer benutzt die Stick Charges. Ach, man nicht mal den Buckler benutzt, sonst wäre das gar nicht so knapp. Ja. Könnt ihr mal leiser gewinnen da hinten? Wir sind auf dem Casten. Ich glaube, das ist, sie haben sich eiskalt ignoriert. Zwei mögliche Typen. Meine Magic 8 Ball, die mir die Zukunft voraussagt, sagt, dass in 2 Minuten Dinge passieren werden. Allerdings, jetzt sind gerade alle am Fahren, da kann ja nichts passieren. Jetzt sind wirklich 5 Minuten Delay, oder? Das sind nämlich 5 Minuten Delay. Was? So wie das hier aussieht, können die in 2 Minuten oder haben die einfach so. Nee. Nee, es sind 2. Du kannst bei Ticket. Nur bei Ticket Games kannst du 5 Minuten Delay einstellen. Es sind 2, das heißt jetzt ist schon eine. Definitiv 2. Nee, du verpasst gerade, wie die Kurve losgedrückt wird. Ja. Das ist halt nichts. Ich hab geschafft, es passt. Ich kann aber die Kurve rausbekommen. Aber so. Klare Woodraft, klare Base, klare Aim. Klare. Boom. Master Blaze ist auch nicht ausgereift, den kann er da eigentlich hochwirbeln, aber er macht es einfach. Wie sagt man so schön, sie wurden ausgebläst? Ja, Man, was halten Sie von diesem Draft? Und oh, das war ein schönes Spiel. Ich kann es Ihnen sagen, Herr Sisterson. Ja. Alles hat geklappt. Hör auf zu feeden, Lobster. Der Bild war scheiße, ich gebe ihm nie wieder Beastmaster. Ja, das kann ich voll verstehen. Aber kann ich auf jeden Fall zustimmen. Gut gefeedet, Lobster. Der Skyrath mit seinen Stats, ja, der Einzige, der nie gestorben ist. Der auch beim Ende nicht mehr dabei war. Der sich halt drängen musste. Ja, ja. Ich habe noch den Bruder gekillt. Ach, im Moment musste der sich recken, das heißt, SD hatte tatsächlich keinerlei Urne? Doch, hatte da. Auf dem warum hast du denn keine Urne bekommen? Ich musste mein Mana recken. Was sagen Sie denn dazu? Wo ist er? Ronny gebe ich auch nie wieder Shadow Shaman. Ja. Das ist schon entschieden. Okay. Hey! Ja, ich glaube, wir machen das. Bis dann, ihr habt Spaß und ciao.